Wenn wir uns jetzt diesen Hadith näher betrachten, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, es gibt keine Tage, denen rechtschaffene Taten, also Taten, die bei Allah rechtschaffen sind, also Taten nach Koran und Sunna, mit Ikhlas und mit der Befolgung des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, diese Taten, die man vollbringt, wo man belohnt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, wo wir verrichten sollen über das Jahr hinweg, wenn wir uns fragen, zu welchem Zeitpunkt liebt Allah diese Taten am meisten und wiegen schwerer als an anderen Tagen und sind bedeutungsvoller als an anderen Tagen, so an diesen 10 Tagen von Dhul-Hijjah. Ja? Es gibt keine Tage, denen rechtschaffene Taten, die darin verrichtet werden, von Allah mehr geliebt werden, als an diesen Tagen. Und jetzt die Gefährten, sie fragten dann, weil zu dieser Zeit, auch wo sie lebten, sie wurden angegriffen von den Mekkanern. Sie waren auch beschäftigt damit, was ihre Grenzen zu verteidigen. Es ging um Leben und Tod. Deswegen war das Größte, was sie in ihren Augen tun konnten, war, zum Dschihad auszurücken. Ja? Sich zu verteidigen. Mit den Schwertern und so weiter und so fort. Deswegen, unterstrichen ist es was, die Muslime treiben also keine Aggression und belagern andere und so weiter und so fort, unterdrücken und so weiter, so wie man es ja oft versucht zu erzählen, der Islam hat sich mit dem Schwert verbreitet und so weiter. Ja? Nein, der Islam hat sich nicht mit dem Schwert verbreitet. Die Muslime wurden angegriffen, gerade durch die Mekkaner zu ihrer Zeit, zu den Gefährten, und waren darauf angewiesen, sich zu verteidigen. In der Schlacht von Badr, es ging um Leben und Tod. Wenn die Muslime dort verloren hätten, dann gäbe es keine Muslime mehr. Und dann, ein Jahr später, nach der Niederlage der Muschrikun, sind sie was? Wiedergekommen und haben Medina angegriffen. Dann kam es zur Schlacht bei Uhud. Und später kam es zur Grabenschlacht. Ja, wieder haben sich die ganzen anderen Stämme der Araber zusammengesammelt, um was? Die Muslime anzugreifen und den Medina zu belagern. Und deswegen mussten sich die Muslime verteidigen. Und in ihren Augen war das Größte, was man machen kann. Sein eigenes Leben aufs Spiel setzen. Und deswegen fragten sie extra, O Gesandter Allahs, das heißt die Ibadah, meine Gebete, mein Fasten, mein Spenden, mein Koranlesen, mein gutes Wort, die Güte zu den Nachbarn, die Güte zu den Eltern und so weiter. Alles das Gute, was wir gelernt haben, dass ich das in diesen 10 Tagen verrichte, ist das sogar besser als der Dschihad auf dem Weg Allahs? Das heißt, unsere Grenzen zu verteidigen mit unserem Leben, ist das sogar besser als das? Da sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ja, selbst besser als der Dschihad, als die Anstrengung auf dem Wege Allahs, sind die Taten in diesen 10 Tagen. Außer, und jetzt klammert er eine Sache aus, er sagt, außer jemand rückt aus mit seinem Besitz und mit seinem Leben und er kehrt nicht zurück. Das heißt, alles von seinem Besitz, das heißt sein Reittier, sein Schwert und so weiter, alles ist weg und auch selber ist er gestorben. Der nicht, ja, der nicht, der ist besser. Aber ansonsten ist das sogar besser als die Anstrengung. Denn die viele sind rausgerückt und wieder zurückgekommen. Haben Wunden, haben Wunden bekommen, vielleicht haben sie Gliedmaßen verloren und so weiter und so fort. Ja. Aber selbst das ist besser. Die Ibadah in diesen 10 Tagen. Schaut, was Allah uns schenkt, was er uns gibt. Dass wir Diener, dass wir Muslime, dass diejenigen, die, Alhamdulillah, wir leben hier in Europa in Frieden, wir werden nicht angegriffen, wir brauchen uns nicht zu verteidigen und so weiter, ja. Ja, vielleicht müssen wir uns verteidigen, aber mit Worten. Vielleicht werden wir angegriffen mit Worten. Es gibt natürlich Islamkritiker, Islamfeinde, die uns feindlich gegenüber gesinnt sind, die versuchen, ihre eigenen Parteien aufzubauen mit Islamkritik und so weiter. Ja? Und Ausländer raus hier und Islam hier und so weiter. Wir wissen das. Ja? Die greifen uns an, aber mit was verteidigen wir uns? Mit unseren Wörtern. Sie greifen uns mit Wörtern an und wir verteidigen uns mit was? Auch mit Wörtern. Dann müssen wir Muslime auch argumentieren und die Menschen aufklären und die Menschen die Wahrheit erklären. Ja? Schaut, sie arbeiten Tag und Nacht, um den Islam und die Muslime schlecht zu machen. Und für was? Für Karriere, um ihre Partei aufzubauen und so weiter. Ja, was ist dann unsere Anstrengung, Tag und Nacht den Islam zu verteidigen? Welche Anstrengung tun wir dann? Was machen wir dann? Welche Engagement legen wir an den Tag? Ja, das müssen wir uns auch fragen. Wie kommen wir zusammen und versuchen, uns dagegen zu wehren auf eine gute Art und Weise? Denn wir sind Muslime, Alhamdulillah, wir haben ein Manhaj. Wir haben einen Weg. Ja? Und der Weg ist nicht, wie manch andere nach eigenem Kopf, irgendeine Demo irgendwo zu veranstalten, Männer, Frauen gemischt durch die Straßen zu laufen und die Frauen schreien lauter als die Männer und die anderen schreien Kalifat und so weiter und so fort. Ja? Und das ist nicht der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt Unwissenheit. Das zeigt Unwissenheit. Nicht, dass einer denkt von euch, oh, Masha Allah,
Die stehen auf der Straße und dann sagen sie, Kalifat ist die Lösung, Kalifat ist die Lösung. Und denken, sie verkünden den Islam und sie setzen den Islam um. Und sie sind mutig. Das ist nicht mutig, das ist Dummheit. Mehr ist das nicht. Und Unwissenheit, mehr ist das auch nicht. Ja, Bruder, aber warum kritisiert er dann immer diejenigen? Ja, weil wir durch solche Leute, die denken, das ist ein richtiger Weg oder das ist Islam, auf diese Art und Weise verkündet man Islam, sind wir Tag und Nacht beschäftigt, uns zu rechtfertigen wegen denen, obwohl wir mit denen nichts zu tun haben. Aber wir müssen uns dann als Vorstände, als Imame, als Prediger, als gewisse Leute, die Verantwortung haben, muss man sich ständig rechtfertigen wegen solchen Leuten. Warum? Weil sie einfach einen Weg einschlagen, ohne die Gelehrten, ohne fundiertes Wissen und so weiter. Und handeln mit Emotionen. Und dann schreit man, Kalifat ist die Lösung und dies und jenes und so weiter. So retten wir nicht Rasse. Definitiv nicht. So werden wir keinen Beitrag dazu leisten, dass es den Muslimen hierzulande besser geht und dass sie die Rechte bekommen. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Und dann redet einer so richtig emotional und ihr sollt euch richtig positionieren, ihr Nicht-Muslime, ja? So in der Art, ja? Ich habe jetzt nicht mal ganz so im Kopf, ja? Denn wenn der Riese erwacht, ja, was ist dann? Ja? Und dann werdet ihr sehen, sozusagen. Ja, was? Lernen wir das aus der Sunna? Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er wurde bekämpft über Jahre hinweg. 13 Jahre in Mekka und dann auch in Medina wurde er ständig angegriffen. Es gab die Schlacht von Badr, es gab die Schlacht von Uhud. Er hat seinen Onkel verloren, viele Nahestehende verloren. Und so weiter. Die wurden getötet. Er selber wurde verletzt und so weiter. Und dann hat er, was? Allah hat die Sache gedreht. Er kam nach Medina. Da kam der Riese. Und was hat er gemacht? Hat er gesagt, jetzt seht ihr, jetzt bin ich hier. Hat er sie in der Reihe aufgestellt und dann einen Kopf kürzer gemacht? Was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich vergebe euch. Er hat gesagt, die bei der Kaaba sind in Sicherheit. Und diejenigen, die bei Abu Sufyan sind, sind in Sicherheit. Das ist der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat nicht die Menschen abgeschreckt, er hat nicht Rache geübt und Rache gedroht, sondern er war liebevoll und war verzeihend und war weise. Und hat nicht die Leute erschreckt mit irgendwelchen Dingen. Und Kalifat hier und Kalifat da und da und wir machen mit euch dies und jenes und so weiter. Was soll das? Das ist nicht vom Islam. Und das ist auch nicht das richtige Benehmen. Und das ist auch nicht der Weg des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dass man die Leute noch mehr abschreckt. Und jetzt, was ist passiert? Was passiert? Was sind dann die Konsequenzen aus der Sache? Ah ja, dann macht man neue Debatten auf. Ah ja, Kopftuch weiter verbieten, Niqab verbieten und Moscheen kriegen Probleme und so weiter. Das heißt, und dann werden Schüler in den Schulen gefragt, wie sie dazu stehen, Grundgesetz oder Koran und so weiter und so fort. Das heißt, Dinge, die früher ja, mit einem gewissen Tabu gemacht wurden, durch solche Aktionen, was? Dann sind die Schwellen des Tabus, die rechtfertigen sich. Dann können solche Leute können was noch mehr vorbrechen und mehr diejenigen Geschwister angreifen, die noch nicht so stark sind in der Religion. Ja gut, du bist stark, du kannst vielleicht draußen, du kannst brüllen und machen und so weiter, dich kann man auch nehmen, in ein Gefängnis werfen, ist kein Problem. Aber ist jeder so? Ist jeder so? War der Prophet sallallahu alaihi wasallam so? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Angst gehabt? Hat keine Angst gehabt. Viele Sahaba waren stark, aber viele waren auch nicht stark. Und zu den Nicht-Starken hat der Prophet sallallahu alaihi entsprechend auch gesprochen. Und hat die Lösung gezeigt. Und hat auch gesagt, guck mal, sag du noch nicht, dass du Muslim bist. Das hat nichts damit zu tun, dass man schwach ist und so weiter. Das gehört zur Weisheit. Nicht jeder ist gleich. Von daher, geehrte Geschwister, das heißt, wenn wir etwas sehen und da sind Leute, die sehen islamisch aus und reden Islam oder sprechen islamische Begriffe und so weiter, das heißt noch nicht, dass das islamisch ist. Wir müssen aufpassen, von wem wir unser Wissen nehmen, was wir tun. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgedriftet. Auf jeden Fall.